der McLaren 720S. Ein Traumsportwagen, ohne Frage. Aber ist der schnelle Flitzer auch alltagstauglich? Eine Fahrt von Mailand über die Alpen soll's zeigen. Das hier ist der übersichtlichste Supersportwagen der Welt. Das wäre Ihnen jetzt nicht sofort als erstes aufgefallen? Kann ich verstehen. Vielleicht wäre Ihnen aufgefallen, dass die Scheinwerfer nicht nur hell machen, sondern auch die Luft zur Kühlung weiterleiten. Dann natürlich die Flügeltüren, einzigartig in dieser Klasse. Und hinten im Heck der Motor ein V8 Biturbo hinter einem Gitter verborgen. Aber da sind auch die A-Säule, die B-Säule und die C-Säule. Und die sind besonders schmal gestaltet, damit man halt nach hinten und zur Seite und natürlich auch nach vorne besonders viel sieht. Wir fahren mit dem McLaren 720S nicht auf die Rennstrecke. Das ist uns viel zu banal. Wir machen einen Alltagstest, denn dieses Fahrzeug soll nicht nur Rennstrecke können, sondern auch Langstrecke. Vollen Tanks geht es auf große Tour Richtung München. Wir wählen die Route südlich am Gardasee vorbei. Zunächst geht es auf die Schnellstraße. Hier darf man höchstens 110 km/h schnell fahren. Selbst hier in Italien fliegen dem athletischen Engländer die Herzen zu. Ob das an der Farbe liegt? Ein bisschen schneller darf man auf der Autobahn sein. Dafür muss man aber erst einmal durch die Mautstation. Für diese Akrobatik-Einlage müssen wir dem 720S bei der Alltagstauglichkeit leider einen Punkt abziehen. Stattdessen wird gleich ein weiterer Sympathiepunkt mitgeschrieben. Die Autobahn ist frei, einzig die 130 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung kann uns aufhalten. Unser erstes Etappenziel ist das mit 140 km von Mailand entfernte Peschiera am Gardasee. Die Türen des 720S öffnen um 80 Grad nach oben, so wie beim Vorgänger beim 650S. Das war's aber dann schon mit den Gemeinsamkeiten. Der Motor ist so rund 40% neu, der Abtrieb ist um 50% gewachsen, besonders wichtig, wenn man schneller fährt, und die Kühlung arbeitet um 15% effizienter. Das heißt, der McLaren schießt in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 und wird maximal 341 km/h schnell, wenn es sein muss. Jetzt geht es Richtung Norden. Wir lassen den Gardasee hinter uns und freuen uns auf Österreich und seine wunderbaren Landschaftspanoramen. Auf den kurvigen Landstraßen sorgt der V8 Biturbo mit seinen 525 kW für großes Fahrvergnügen und lässt erahnen, wie viel mehr an Kraft und Leistung noch in ihm schlummert. Um das niedrige Gewicht von nur 1283 Kilo zu erreichen, haben die Entwickler richtig viel Carbon verbaut. Natürlich im Chassis, das heißt jetzt Monocage 2, im Innenraum, am Cockpit oder im Lenkrad oder an den Außenspiegeln. Das Cockpit lässt sich einfahren. Warum? Ist ganz klar, damit der Fahrer mehr sieht von der Straße bzw. von der Rennstrecke. Und damit man in die Tiefgarage hinein und auch wieder hinauskommt und nicht bei jedem Bordstein zittern muss, kann man per Nose-Lift-System den Frontsplitter etwas einfahren. Das kommt nicht nur der Alltagstauglichkeit zugute, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, den 1,20 Meter flachen Supersportler etwas abseits des glatten Asphalts vor herrlichstem Alpenpanorama zu präsentieren. Zwei hochpositionierte Abgasendrohre lassen erahnen, mit welchem Feuer der 4 Liter V8 Mittelmotor zu Werke geht. 150 Liter fasst der Kofferraum im Bug. Weitere 210 Liter bietet die Pritsche hinter den Sitzen, die sich über den Mittelmotor legt. Der Innenraum vermittelt auf den Fahrer abgestimmtes, puristisches Rennsportfeeling. Zugleich verleihen ihm feinstes Leder und Bedienelemente aus Aluminium einen Hauch von Luxus. Das Design des McLaren ist einzigartig und das liegt nicht nur an den Flügeltüren. Er kostet rund eine Viertelmillion und liegt damit etwas über einem Lamborghini Huracan und etwas unter einem Ferrari 488 Pista oder einem Porsche 911 GT2 RS. Aber der Porsche wiegt rund 200 Kilogramm mehr und das ist in dieser Supersportwagenklasse eine Menge. Und keiner der Konkurrenten lässt sich so entspannt langsam fahren wie der McLaren. Zugegeben, es sieht schon ein wenig verrückt aus, mit diesem durchtrainierten Sportler gemütlich durch winzige Dörfer zu rollen.
ist er doch in der Lage, ein maximales Drehmoment von 770 Newtonmetern bei 5500 Umdrehungen pro Minute bereitzustellen. Doch auch diese sportliche Minimalanforderung meistert er anstandslos, ohne Anhörung. Und wie fährt er sich nun, der 720S? Spektakulär, unspektakulär, denn man kann wunderbar mit ihm bummeln und zum Beispiel die Blicke der Passanten genießen, wenn man mit offener Flügeltür unterwegs ist. Denn das funktioniert und ist nicht verboten. Auf Wunsch wird er sofort zum reinrassigen Supersportwagen mit atemberaubender Kraft, sensationeller Straßenlage, das haben wir auf den Alpenpässen gesehen, und faszinierendem Sound. Und dafür lieben ihn seine Fans. Der 720S ist nicht nur schneller, schärfer und stärker als sein Vorgänger. Er ist leider auch eine ganze Ecke teurer. Exakt 247.150 Euro in Deutschland. Die gute Nachricht, dieser Supersportler liefert tatsächlich die gesamte Bandbreite an dynamischen Fähigkeiten von kontrolliertem Komfort bis hin zu extremen Fahrleistungen. Und was ist nun der neue McLaren 720S? Nun, eines von vielen neuen Modellen, 15 in den nächsten 5 Jahren sollen es sein. Dazu werden die Briten mehr als 1 Milliarde Euro investieren. Und was ist der McLaren noch? Er ist nicht nur ein Supersportwagen, sondern auch ein GT. Das beweist unser Langstreckentest.